ist alles soweit richtig, wenn ich jetzt da Eisen rein. Ah! Okay. Das heißt, unser Eisen wird jetzt verbraucht. Juhu, wir kriegen Stahl. Was ja auch schön ist, weil wir brauchen Stahl für recht viele Sachen später. Aber ich wollte eigentlich nur Eisen einschmelzen. Warum tust du das? Ja, ich mache das über die Ducts. Okay. Ich hätte jetzt gerne hier einen Exportpass. Und hätte gerne hier irgendwelche Kabel. Hier. Oh, warte, wir können die Kabel weiter nach da legen. So. Kabel. So, nicht schön, aber funktioniert. Und du exportierst bitte Broken Dingens. Wird reingepumpt. Molten Iron. Er wird reingepumpt, aber wird nicht verarbeitet. Und der hat keinen Stahl draus gemacht. Der hat den Eisen einfach reingeschmolzen. Okay, also das Zeug funktioniert anscheinend nicht. Das heißt, das bitte raus. Wir müssen also erstmal rausfinden, was wir da reinschmeißen können. Können wir dich reinschmeißen? Können wir dich reinschmeißen? Du wirst eingeschmolzen. Du bringst normalerweise zwei. Zwei Ingots. Das hatten wir vor kurzem schon mal getestet. Das heißt, wir haben jetzt drei. Und du müsstest jetzt mehr als fünf haben. Sechs. Ja, bringt ein Ingot mehr. Okay. Also, wir können die Dust-Variante, die Pulverized-Variante einschmelzen als Block. Und die auch. Also, wir können nur nicht das Kleinzeug exportieren. Das ist jetzt dezent doof. Das heißt, wir brauchen Iron, Pulver. Wir brauchen das so. Und dann müssen wir jetzt das andere Ding da benutzen. Was noch gar nicht angeschlossen ist, ne? Naja, diesen Cyclic Assembler. Und der muss jetzt vier davon zu so einem machen. Ich hoffe, das klappt dann auch. Dass, wenn ich jetzt hier das reintue, machst du dann was? Sollte eigentlich. Das müssen wir auf jeden Fall noch richtig konfigurieren. Also, es soll am Ende so sein, dass er hier das Pulver reinpumpt. Wir werden dann noch eins brauchen für die andere Eisenart, was recht nervig ist. Oder wir machen es immer von Hand. Das ist mir schon fast lieber. Das heißt, wir warten immer regelmäßig, bis genug da ist. Noch eine Planänderung. Du weg. So, wir brauchen einen Precision-Export-Bus. Den können wir nämlich einstellen, dass er gleich mehrere Sachen exportieren soll, je nachdem, was gerade vorhanden ist. Also du dahin, du dahin, Precision Export Pass. Okay. Du weg, du dahin, du zurück. So. Du exportierst bitte das da und du exportierst bitte das da. Ruhig stackweise. Molten Iron, 9 Stück. Gut, wenn wir jetzt das hier reinschmeißen, maximal herstellen, das reinschmeißen und das reinschmeißen, müsste das gleiche vorne rausgepumpt werden in den Hochofen. Jo, und der Hochofen macht daraus Eisen. Sehr schön. Das heißt, als nächstes müssten wir jetzt das so einstellen, dass der hier automatisch Barren draus macht. Es werden immer gerade Anzahlen an Barren hergestellt. Weil wir halt nur diese Blöcke hier benutzen können. Wir können nicht dieses kleine Friemelkram hier benutzen, die dann 0,5 Barren herstellen würden. Das heißt, wenn wir jetzt hier gleich ein Fosse dran machen, nee, gar nicht, ein Fluidukt und unten so ein Casting Table und ja, das wird was, okay. Ich hätte gerne,
Nicht Scorch Bricks, sondern die anderen Bricks. Die da. Ich hätte gern ein so ein Casting Table. Eine so eine Ingot-Form. Die anderen können mal weg. Du kannst auch weg. Können auch weg. Und ein Duct. So. Und ein einzigen Servo. Der Rest kann auch mal wieder hier rein. Dann haben wir es, glaube ich, gleich geschafft. Den kriegen wir endlich durchgehend Eisen. Du nimmst bitte raus. Du haust bitte rein. Du stellst so ein, dass du durchgehend raussaugst. Und du bekommst jetzt ein Dada. Jetzt brauchen wir noch hier ein Importer. Das ist nicht schwer. Genug Eisen müssten wir haben. Wir brauchen nur wieder das runde Zeug und das schwarze Zeug. Porter. Porter da. Basic Import Bus. Bau das runde Zeug. Bau gleich mal vier davon. Dann bau das schwarze Zeug. Okay, fünf davon. Und jetzt ein Importer. Jetzt ein Importer. Was fehlt da? Sticky Pisten. Ja komm, bau zwei Sticky Pisten. Jetzt bau einen Importer. Okay. Importer. Sieht jetzt doof aus. Warte mal. Es sieht dadurch nicht besser aus, aber ein Ticken vielleicht. So, das heißt, der Schalter kommt oben drauf. Den müssen wir gleich wieder anmachen. Klick. Warum ist da Slack drin? Was ist Slack? Ach, Jungs. Es wird immer komplizierter. Und wir können doch Nuggets herstellen. Ah. Egal. Hauptsache, ich bekomme mein Eisen. Oh oh. Wo ist meine Axt? Ist meine Axt. So, weg mit dir. Und eine Enderperle. Sehr schön. Eisen. Ich will gucken, wie mein Iron-Vorrat steigt. 51. 52. 53. Also langsam, aber er steigt. Sehr gut. Das mit dem Slack habe ich noch nicht verstanden, was genau da jetzt passiert ist. Sei es drum. Klappt hier alles, wie es klappen soll. Ja, also wir haben Nachschub an Eisen. Okay. Mann, 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 Mann. Das war unnötig aufwendig. Aber wir haben jetzt einen Hochofen. Mit dem Hochofen können wir jetzt theoretisch schneller andere Hochöfen herstellen. Wobei mir das Eisen jetzt wirklich am wichtigsten war. Und wir wollten noch den Pulverizer bauen. Und dann wären wir hier mit den Maschinen auch erstmal fertig. Dann muss ich mir die nächsten Maschinen ausdenken, die wir noch machen wollen. Was ich auch noch lernen muss bis zur nächsten Folge, ist, wie der Cyclic Assembler funktioniert. Weil jetzt in dem Fall habe ich es halt händisch gemacht. Aber es wäre schon schön, wenn wir mehrere von diesen Assemblern hätten und die dann alles automatisch verarbeiten. Wobei wir echt viele davon brauchen werden. Also echt, echt viele. Für jede Metallart ein. Nee, 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 gar nicht. Für jede Metallart drei. Weil wir ja drei verschiedene Eisenerzklumpen haben und wir daraus diese Eisenerzbrocken machen müssten. Also die Blöcke. Ne? Also viermal die Gravel-Eisen-Variante kombinieren für einen Gravel-Eisenblock. Viermal die Sand-Eisen-Variante kombinieren für einen Sand-Eisenblock. Und so weiter. Und dafür brauchen wir jeweils einen Cyclic Assembler. Was ziemlich abgefahren ist. Aber okay. Was sagt der Speicher? Speicher sagt, ist okay. Ich halte noch drei, vier Folgen aus. Das ist gut. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, warum wir keinen Stahl bekommen. Wenn ich die jetzt hier reinschmeiße, 20 Stück, kriege ich einfach nur Eisen. Obwohl ich das Zeug hier drin habe. Oh, ich teste gleich mal was. Du kommst mal raus. Ah, wird gleich zu Barren gegossen, abgepumpt. Okay, ich setze das mal hier unten rein. Naja. Okay, schlaues Büchlein. Zeigt mir, wie ich Stahl herstelle. Nein. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Cast Steel. Oben? Eisen? Es gibt kein Oben.
Doofes Buch, willst du mich verarschen? Steal is what you've come for, undoubtedly. Ja. Nee. Zwei Sand, ein Redstone, ein Gunpowder. Braucht man explizit Redstone dafür? Nee, da unten gibt es Brennmaterial. Es gibt hier oben keinen Slot. Okay, teste ich so. Gunpowder, Redstone, Sand. Auch wenn du mir gesagt hast, dass ich ruhig andere Sachen nehmen kann. Es geht wohl doch nicht. Und jetzt müsste der Stahl draus werden. Dann gucken wir mal. Das wird dann unser erster Stahlbarren. Jo. Da war was nicht Rotes. Stil. Sehr schön. Also, wir hauen das alles hier raus. Ich will keinen Stahl haben. Und es müsste jetzt so funktionieren. Einzigen Haken, den ich jetzt noch sehe, ist, dass wir gar keinen Zugang haben für Charcoal. Weil wenn ich jetzt das so machen würde, ich sage dem Exporter, bitte exportiere auch Charcoal, dann stopft er das alles hier links rein. Was er nicht soll. Warum machst du es immer noch? Ich habe dich ausgemacht. Hallo? Ich fühle mich dezent veräppelt von dir. Achso, er hat Stackweiser schon reingeworfen. Ja. Es gibt hier so einen kleinen internen Speicher für... Oh, warte mal. Kleinen internen Speicher für Brennmaterial. Ha. Okay. Also, wir müssten... Die stellen wir jetzt ein als... Was machst du da gerade? Nein. Okay. Die stellen wir ein als das da. Die müssen raus. Wir brauchen wirklich viel mehr Ducts. Also ich habe den Duct jetzt eingestellt als das zu schmelzende Material. Kommt bitte hier rein. Das heißt, der Exporter packt es in den das hier bitte schmelzen Duct. Den da. Wir brauchen jetzt noch einen Duct, den wir am besten dahin bappen. Und der wird eingestellt per Rechtsklick nicht auf das Symbol, sondern auf das... Feuersymbol als Brennmaterial. Okay, also wir brauchen Scorched. Die da. Und dann war das, glaube ich, so. Und das war der Drain. Das ist der Duct. Den hätten wir einmal gerne. Und da brauchen wir noch einen Exporter. Basic Export Buster. Es fehlt eine normale Piste. Es fehlt. Koppel. Können mich doch alle mal. So, zwei Pistons. Basic Export Bus. So. Mann. Du dahin. Die Ecke raushauen, das Ding dahin machen, dich als Brennmaterial einstellen. Oh, warst aus. Wow. Wieso hast du so schnell so viel Hitze verloren? Ah, das ist komisch. Also wahrscheinlich, wenn man einmal den Multiblock zerstört, wird es auf 0 runtergesetzt. Das ist ärgerlich. Du musst weg. Du musst dahin. Und du kriegst jetzt Charcoal. Das heißt, dieser interne Speicher für das Brennmaterial füllt sich jetzt. Und sobald hier unten Platz ist, müsste es eigentlich nachgereicht werden. Was er allerdings gerade nicht tut. Das müssen wir im Auge behalten. Das kann alles hier rein. Charcoal. So. Wenn wir jetzt einen so einen Hochöfen haben wollen würden, was wir gerade nicht wollen, dann bräuchten wir noch 3 Ducts. Dann brauchen wir noch einen Duct dafür, einen Duct dafür, einen Duct dafür. Hammer, ha? Jo. Frage ist allerdings, ob wir wirklich Stahl automatisieren wollen. Ich guck mal ganz, was man Tolles mit Stahl machen kann. Steel, Ingot, Block, Reaktor Casings, okay. Wenn wir einen Reaktor bauen, werden wir recht viel Stahl brauchen. Jo, ziemlich viel Stahl. Turbinenhousing braucht auch Stahl.
Man kann auch Rüstung daraus bauen. Ja, nee. So viel sehe ich da gar nicht. Flüssigen Stahl, kann man daraus viel irgendwas machen? Nee. Also es ist eigentlich nur oder fast nur für den Reaktor interessant. Aber ich denke mal, wenn wir das dann einmal mit allen Ressourcen durchlaufen lassen, haben wir erstmal genug Stahl. Boah, das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Also, ich bin erstmal froh, dass wir das jetzt hier haben. Auch wenn wir noch von Hand das Pulver zu diesen Blöcken zusammen kombinieren müssen, das ist ja nicht so schlimm. Hier geben wir einmal am Ende von jeder Aufnahmesession Iron ein. Machen so. Kombinieren das alles hoch, schmeißen es wieder rein und der nimmt es gleich hier raus. Jupp, alles auf einmal. Schmeißt es in den entsprechenden Port. Schmilzt es ein und wir kriegen unseren Eisen. Alles super. Okay, also Eisenprobleme dürfen wir in den nächsten Folgen nicht bekommen. Was ich jetzt noch gerne hätte, wäre viel mehr Maschinen. Ich hätte nämlich gerne Maschinen, die aus Sand Glas machen, aber nur, wenn wir mehr Glas haben als 100. Das hatte ich vor einigen Folgen schon mal angesprochen. Dafür brauchen wir die Level-Emitter. Die hatte ich euch auch schon mal kurz gezeigt oder demonstriert, wie sie arbeiten könnten. Und dadurch habe ich das ganze Ding hier mal vermurkst. Das will ich jetzt nochmal richtig aufbauen. Ich weiß nur nicht, ob ich das hier machen will. Weil hier sollten eigentlich nur die Pulverizer und die Rüttler hin. Wobei wir hier übrigens auch noch Platz lassen müssen. Das habe ich ganz vergessen. In die Richtung kommt ja nur eine Plattform. Eine Plattform, die übrigens noch keine Funktion hat. Ja, also ich denke, Ziel für die nächste Folge ist festgesetzt. Hier und oder da. Oder da und oder da. Eine Plattform hinzubauen. Und da dann ebenfalls mehrere Magmatidynamos hinzusetzen, die dann diverse Maschinen zum Laufen bringen. Also automatisch Glas einschmelzen, automatisch diese goldenen Diamantenchips einschmelzen, solche Sachen. Damit man einfach nicht mehr so viel von Hand machen muss. Dann die Quatsch. Doch, Cyclic Assembler. Die herausfinden, wie die funktionieren und davon sehr viele bauen und aufstellen für jeden möglichen Kleinkram. Das heißt, wir setzen Level-Emitter oben drauf und sagen zum Beispiel, wenn weniger als 100 Sticks im System sind, dann bitte ein Redstone-Signal senden. Das Redstone-Signal sorgt dann dafür, dass ein Exporter Wooden Planks reinpumpt und Sticks macht. Und dann hat man irgendwann genug Sticks im System und dann hört er auf, ein Redstone-Signal zu senden. Und so können wir immer sicherstellen, dass genug Redstone im System ist. Also bei Sticks jetzt nicht ganz so wichtig. Aber zum Beispiel, weiß nicht, Keramik für die Crucibles oder irgendwas in der Richtung. Das wäre ganz schick. Und wo ich es ganz gerade sehe, hier hätte ich gerne diese schwarzen Einsaugblöcke von Applied Energy Sticks, damit wir Sugarcane und Kaktus auch bald mehr im System haben. Ja, und ich glaube, dich können wir langsam ausstellen, oder? Clay müssten wir jetzt doch ein bisschen haben. Clay. 470. Ja. Aus. Danke. So, Strom ist gut. Buckets 130 ist auch gut. Ja, also, viel zu tun. Wir sehen uns gleich wieder.